Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Zeichnen und Malen. Heute geht es von der Skizze zur fertigen Bleistiftzeichnung. Heute brauchen wir neben dem Material, das wir schon für die Skizze benötigt haben, noch folgende Bleistifte. 6H und 4H für sehr helles Fell bzw. Federn, eben weiß oder hellgrau. 2H und HB für helles Fell oder Federn in Creme, hellgrau und hellbraun. 2B oder 4B für mittleres Fell oder Federn in braun, blau und grau. Und 6B und 8B für dunkles Fell oder Federn wie schwarz, dunkelgrau und dunkelbraun. Mit diesen 8 Bleistiften seid ihr für immer gut ausgestattet bei jeglicher Art von Zeichnung oder auch Skizze. Die Marke spielt hier überhaupt keine Rolle. Der Bleistift muss sich für euch gut anfühlen. Als allererst beginne ich persönlich immer mit dem Auge und mit dem Schnabel des Tiers. Wenn das Tier ein klein bisschen dicker ist oder dünner ist, spielt das überhaupt keine Rolle. Aber gerade das Auge muss lebendig sein. Die erste Schicht lege ich hier in 2B, bevor ich dann mit 6B schön langsam hineinschraffiere, damit ich mehr Dunkelheit erziele. Hier verwende ich dann noch einmal 2B, meinen Druckbleistift, mit ein bisschen mehr Druck, damit ich einen schönen Verlauf zwischen diesen beiden Schichten zusammenbekomme. Und dann arbeite ich mich mit dem Knetgummi hinein und erzeuge neue Reflexionen im Auge. Es ist sehr wichtig, dass das Auge so lebendig wie möglich aussieht. Das heißt, hier ist ganz viel Liebe zum Detail gefragt. Ich gebe immer wieder 6B hinzu und tue das Ganze mit 2B in einen Verlauf enden lassen und nehme auch immer wieder ein bisschen was weg mit dem Knetgummi. Gerade hier eignet sich der Knetgummi wunderbar, weil er nicht alles wegnimmt, sondern eben immer nur stückweise gewisse Reflexionen. Wichtig ist natürlich, dieses Auge ist rund. Man sieht, dass es rund ist und dementsprechend muss auch diese Reflexion leicht ründlich sein, also leicht rund mit dem Auge mitgehen. In die ganz dunkelsten Stelle im Auge gehe ich dann am Schluss mit 8B noch hinein. Das ist in diesem Fall ganz unten. Das ist die dunkelste Schicht und neben der Reflexion gebe ich auch noch eine Spur 8B hinein, damit auch hier noch eine Tiefe erzeugt wird. Wenn das einmal erledigt ist und das Auge schön rund wirkt, beginne ich mit dem Schnabel. Zuerst setze ich die Schnabelmitte sowie das Nasenloch gleich mit 8B sehr dunkel, fast schon schwarz an, bevor ich dann mit einem 2B einmal den ersten Verlauf erzeuge, damit ich hier mal eine Fläche habe. Dann gehe ich im Unterschnabel mit einem 6B hinein und schraffiere Richtung Schnabelmitte hinauf. Wichtig ist, dass zwischen Schnabelmitte und diesem Unterschnabel eine leichte Helligkeit ist, dass der Schnabel, man sagt dazu, nicht absäuft. Man soll diese Schnabelmitte weiter sehen und das erzeuge ich eben, indem ich einen wirklich hauchdünnen, hellen Strich hinterlasse. Der Oberschnabel ist im Normalfall relativ hell, weil natürlich von oben einfach das Licht kommt, die Sonne kommt und dann eventuell auch noch durchs Fotografieren da vielleicht ein Blitz oder eine Helligkeit, eine Lichtquelle da war. Und deshalb hat der Schnabel nur wenig Dunkelheiten im oberen Bereich und auch hier schaue ich, dass ich einen schönen Verlauf erziele. Jetzt sehen wir uns noch direkt einmal die Federrichtung wieder an, in der die Federn am Objekt entlang verlaufen. Ihr seht hier durch die roten Striche circa eingezeichnet diesen Verlauf, in welche Richtungen die Federn gehen. Und ihr seht schon, die Federn richten sich ein bisschen nach dem Bauch, nach dem Köpfchen. Es ist nichts komplett gerade, sondern es fluchtet immer. Und in dem Fall fluchtet es nach hinten oder es fluchtet sozusagen am Auge vorbei.
Das heißt, wir haben immer einen Verlauf, den wir folgen. Wichtig ist hier auch, dass die Augen ausgelassen werden. Ihr seht hier also ein bisschen einen Augenring und den müssen wir natürlich, diese Helligkeit müssen wir natürlich stehen lassen und werden wir auch teilweise leicht wieder abtupfen und wegnehmen mit Knetgummi. Jetzt geht es sozusagen los mit den ersten Federn. Ich persönlich bevorzuge den Druckbleistift, wie ihr hier seht. Ich bin ihn schon so gewohnt, dass ich mit dem Druckbleistift wirklich jegliche Helligkeit oder Dunkelheit schon erzielen kann, einfach aufgrund des Drucks. Man muss ihn nicht spitzen, das heißt, es ist natürlich sehr praktisch, aber für die meisten wird es am Anfang leichter sein, mit einem normalen Bleistift zu arbeiten. Hier für diese erste Fellschicht empfehle ich eben einen HB-Bleistift oder einen 2B-Bleistift, weil wir brauchen jetzt so ein helles bis mittleres Fellfedergefieder sozusagen. Hier ist es so, wenn man genau schaut, ich mache keinen Strich komplett gerade. Das heißt, jeder Strich ist trotz allem immer leicht gebogen, leicht mit dem Objekt mitgebogen. Wir haben die Biegung nach oben des Kopfes und so biegen sich auch die Federn. Das heißt, sie biegen sich nicht nur insgesamt, dass sie den Kopf entlang gehen, sondern auch jede einzelne kleine Feder biegt sich. Und hier sieht man auch sehr gut vorne die kleineren Federn, kürzere Abstände und dann werden die Federn schon ab dem Auge jetzt eine Spur länger und gehen ein bisschen mehr heraus. Hier arbeite ich dann schon mit einem 4B-Bleistift die Dunkelheiten heraus, weil es ist ja natürlich hier jetzt sehr wichtig, dann, dass wir später Farbnuance-Unterschiede sehen, obwohl wir keine Farbe haben, aber wir haben ja ein orangenes Gefieder, dieses Braungrau und dann haben wir unten dieses Cold Grey, dieses Blaugrau. Und das heißt, ich muss dem Betrachter mitteilen, was ist. Optisch ist es in Wirklichkeit so, dass eigentlich ja dieses orangene Gefieder eins der dunkelsten Gefieder ist. Jetzt ist es aber so, wenn ich das wirklich so dunkel mache, wie es gehört, dann wird das niemand mehr als Rotkehlchen erkennen. Deshalb wähle ich hier das oberste Gefieder, jetzt diesen Kopfrückenbereich, dieses Braungrau, als dunkelsten Bereich aus und gehe dann immer heller, stetig heller und unten das Hellgrau, das Blaugrau mache ich dann wirklich mit 4H, 2H und wie gesagt da oben jetzt mit 2B, 4B. Hier seht ihr auch schon, wenn etwas nach hinten geht, kann ich gleich etwas dunkler werden. Also hier die Federn, die dann unter dem Flügel sozusagen weitergehen, da kann ich gleich direkt wirklich eine große Dunkelheit ansetzen, damit ich einen Kontrast erzeuge und damit ich optisch gleich eine Rundung erzeuge. Es ist ja wichtig, dass dieses Vogel oder auch wenn so ein Objekt wäre, ein rundes Objekt, kann man sich auch vorstellen, dass es einfach eine Dimensionalität erzeugt und bekommt und somit hier gleich direkt so zwischen Kopf und Rücken wird eine Dunkelheit gesetzt, damit man da ein bisschen als Betrachter eben auch sieht, dass da jetzt sich dieses Gefieder aufplustert und dass das natürlich dieser Rückenansatz unter dem Kopfgefieder liegt und gleichzeitig unten eben bei den Flügelchen, wo es zu den Flügelchen geht, werde ich auch gleich ganz dunkel, ganz schwarz, weil das geht hinunter, das geht nach hinten. Hier seht ihr jetzt das, was ich beim Auge gesagt habe. Es ist ganz wichtig, dass ich diesen hellen Rand ums Auge herum rausarbeite. Das ist eigentlich dieses Augenlid. Auch Vögel haben natürlich Augenlider, die fast nicht zu erkennen sind. Und das ist so dieser Augenkranz, wo sich das Ganze drinnen eigentlich versteckt. Wenn ihr ein Tablet habt, dann könnt ihr zum Beispiel das Foto wirklich mal ganz groß ziehen und euch das genau anschauen. Oder ihr googelt einfach mal nach Vogelaugen und schaut euch das wirklich genau an. Umso mehr man weiß von dem Tier, das man zeichnet, umso besser wird natürlich die Zeichnung und umso weniger Fehler kann man überhaupt machen, weil einfach natürlich
es egal ist, was man am Foto sieht, wenn man weiß, es gehört so, dann wird man es automatisch richtig machen. Hier seht ihr, ich zeichne jetzt dann die einzelnen Federn ein. Das ist das Einzige, was nicht so fellartig gezeichnet wird, sondern direkt als Federn. Die Federn liegen übereinander, sie liegen nicht nebeneinander. Das ist oft ein Fehler, den man macht noch als Anfänger, weil man sich das noch nie überlegt hat. Aber die Federn selbst liegen wirklich untereinander und verdecken sich sozusagen. Das heißt, ich habe immer einen dunklen Strich, der wirklich Schatten erzeugt, weil die andere Feder drunter ist. Deshalb zeichne ich mir zuerst die dunklen Striche entlang und dann erst mache ich aus diesen dunklen Strichen einen leichten Verlauf. Den dunklen Strich setze ich mit 6b und gehe dann mit 4 oder 2b, je nachdem wie viel Druck ihr ausübt mit eurem Bleistift, in einen Verlauf hinein, bis kurz bevor der nächste dunkle Strich kommt, da schaue ich dann, dass ich wieder sehr, sehr hell werde. So bekommt ihr einen plastischen Effekt hin, der richtig in das Bild hineinzieht. Ja? Am Schluss ist es so, man kann am Schluss auch noch mal komplett über das Bild arbeiten. Es ist natürlich, wenn man noch nicht das Gesamtbild sieht, weiß man oft noch nicht, ist man schon dunkel genug geworden oder braucht es noch ein bisschen Helligkeit. Man kann jederzeit Helligkeit herausholen mit dem Knetgummi. Man kann jederzeit auch noch mehr Dunkelheit dazugeben. Das heißt, auf das Gesamtbild kommt es dann an. Wenn ihr natürlich schon so viel zeichnet, wie es ich mache, dann ist das Gesamtbild meistens schon sehr gut in der Helligkeit und der Dunkelheit angelegt. Aber am Anfang durchaus einfach mal alles fertig machen und dann nochmal justieren, wo kann ich mehr Helligkeit oder mehr Dunkelheit einfach setzen. Ihr seht auch hier dann bei den Schwanzfedern, ist prinzipiell das gleiche Spiel wie eben bei den Federn vom Flügelchen. Es ist wichtig, unten die Dunkelheit zu setzen, die einzelnen Striche zu setzen, wo eben die Federn übereinander sich schlagen, klappen, wie auch immer man das nennen möchte jetzt. Und dann erarbeite ich mir mit dem Bleistift sachte einen Verlauf. Wichtig ist, dass ihr nie zu sehr hineingraviert mit dem Bleistift und dass natürlich das Papier genug verzeiht, weil es gibt Papiere, da macht man einen Strich, auch wenn man den ganz, ganz leicht macht, sobald man versucht, den auszuradieren, hinterlässt er sozusagen eine Gravur in dem Papier und das kriegt man nie wieder weg. Und das ist dann wirklich sehr schwer wieder wegzubekommen. Hier seht ihr, wie ich mit dem Orange schon leicht beginne. Zuerst setze ich ganz, ganz helle, leichte Striche einfach, bevor ich dann schön langsam in die Dunkelheit reinarbeite. Und dabei schaue ich auch vor allem, dass ich nirgends zu gleichmäßig bin. Wenn ihr das Federkleid genau anschaut, dann seht ihr immer wieder, dass dunkle Bereiche dabei sind, fast schon etwas strichartig. Und genau das mache ich jetzt hier auch. Ich gehe immer wieder in diese dunklen Bereiche hinein und versuche einen Verlauf von hell zu dunkel auch zu erzeugen. Sollte ich einmal einen Strich zu dunkel machen, tippe ich den mit Knetgummi gleich mal wieder weg. Und hier zum Beispiel direkt unterm Köpfchen bei diesem Halsbereich, da schoppen sich so die Federn nach oben. Genau hier weiß ich, da kann ich gleich von Anfang an etwas dunkler gehen. Da habe ich schon mal das Dunklere angelegt und jetzt skizziere ich mich vor bis zu dem hinteren Bereich dann. Ich schaue, dass ich meine eigenen Vorzeichenlinien nicht ganz verliere, damit ich noch weiß, wo jetzt das Orange ist und wo dann dieses Blaugrau beginnt, das in diesem Fall dann ja die hellste Farbe ist auf unserer Bleistiftzeichnung. Hier seht ihr eben, wie ich in Bereiche wirklich dunkel hineingehe, dann am Schluss nochmal drüber gehe. Scheut euch nicht, geht ein paar Mal drüber, nehmt wieder was weg mit dem Knetgummi. Es ist überhaupt kein Problem, ihr könnt keinen direkten Fehler machen. Probiert es einfach aus. Durch dieses Lernen werdet ihr einfach automatisch immer besser werden.
Und jetzt lasse ich euch mal ein bisschen zuschauen und genießt das Ganze. Jetzt erarbeite ich noch die Füßchen. Dazu ziehe ich mir einmal die Konturen nach mit meinem Druckbleistift, der eine 2B-Mine drinnen hat. Und gehe gleich dort, wo der Ast ist, wo ich weiß, es muss ganz dunkel werden, weil es ist unten, mit einem stärkeren Strich nach. Für euch wäre das dann eben ein 4B-Stift. Und jetzt hantiere ich sachte mit Verlauf und gleichzeitig mit Helligkeit, hole das Ganze auch noch mit Knetgummi heraus. Beim zweiten Füßchen natürlich auch. Wichtig hier ist, dass unterm Vogel das Füßchen natürlich sehr dunkel ist, weil sich das Vogel selbst einen Schatten am Füßchen macht. Und das Füßchen ist unterhalb Richtung Baumstamm natürlich auch noch sehr dunkel. Wenn ich das schon einmal weiß und habe, setze ich das alles mit 4B an, schon einmal mit einer mittleren Dunkelheit, damit keine Fragen mehr offen sind. Als nächstes ist natürlich klar, dass das Füßchen oben eine Helligkeit besitzt, weil da noch die Sonne und die Helligkeit reflektiert wird. So baue ich mir jetzt einen Verlauf zusammen zwischen 2B und 4B. Manchmal nehme ich Helligkeiten noch mit dem Knetgummi weg. Der Knetgummi lässt sich toll in eine spitze Form bringen, sodass ihr wirklich punktgenau Helligkeiten wieder wegnehmen könnt. Und dann schaue ich, dass ich einfach ein gutes Gemisch hinbekomme zwischen Dunkelheit und Helligkeit. Am Schluss schraffiere ich jetzt noch den Stamm aus. Prinzipiell sei natürlich so viel gesagt, wieder, wir haben wieder unten ist dunkel, oben ist hell. Es ist, jeder hat sein eigenes Holz oder seine eigene Art Holz. Für mich persönlich war es so, ich habe wirklich lange gebraucht, um Holz zu verstehen. Meine Tierbohrdrehs waren schon recht gut damals. Und das Holzsprießel, auf dem sie gesessen sind, hat immer noch furchtbar ausgesehen. Es hat mich über ein Jahr gekostet, Holz so hinzubekommen, dass es einfach schön war, ja, dass es akzeptabel war. Mittlerweile muss ich natürlich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, was ich tue. Aber Holz ist etwas, das nicht zu unterschätzen ist von Schwierigkeitsgrad her. Und deshalb werden wir darüber noch eine eigene Episode machen. So, jetzt sind wir wieder am Ende dieser Episode angelangt.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, euch bei der nächsten Episode wiederzusehen. Es geht bei der nächsten Episode um ein Mäxchen-Special, auf das ich mich schon wahnsinnig freue. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar oder noch besser, ihr abonniert. Bis dann, eure Liz.